So Leute, da unten, da waren jetzt gerade die anderen Spuren von dieser Halterung. Und hier haben wir das nächste entdeckt. Guckt euch mal das an. Das war mit Metall außenrum und innen drin hat man es mit Beton festgemacht. Oder verfüllt praktisch, dass es stabiler wurde. Seht ihr das? Wenn nicht, ihr wisst ja, Augen aufmachen, um besser zu sehen. Filthy! So, und da vorne ist noch einer. Und da krabbel ich jetzt hin. So einen Dings. Das wird ja kaum halten, ey. Ja, aber die haben es halt mit Beton. Ja gut, das ist ein dreieckformiges Dings, Rohr. Die haben es Beton frisch gemacht, da rein abgesetzt und das hat sich ja dann gefüllt, sozusagen. Ach so, meinst du das, dass sie das gar anders, nicht... Anders ist das gar nicht möglich. Ja, weil das Blech ist so dünn, weißt du? Ja, deswegen müssen ja noch ein paar weitere irgendwo hier. Der. Weißt schon das nächste? Da, ja, Tatsache. Aber alle komischerweise wirklich in einer Reihe. Vor allem kein großer Abstand, ungefähr so 2 Meter, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, der ist leer. Was sagt ihr dazu? Gut, Leute, dann gucken wir uns mal hier drüben um. Weil das ist echt hier im Moment richtig derb. Aber das ist wirklich kaum zu sehen. Aber jetzt haben wir unsere Augen trainiert und wissen, wonach wir zu suchen haben. 40. Ja, Leute, das ist mindestens... Jetzt hätte ich mich schon wieder fast hingelegt. Nur wegen dem Stab da. Das ist schon mindestens 100 Jahre her, wo das hier aktiv war. Sogar 120 Jahre, weil da stand noch eine 18 vom Alter. Ja, deswegen. Gut, Leute. Holz. Da hinten sieht es auch noch schwer Bergbaum, pingmäßig aus. Also Leute, gibt es schon wieder Sachen zu entdecken ohne Ende. Wir haben auch schon so viel entdeckt und ich habe erst eine Flasche Bier getrunken. Das werde ich jetzt noch direkt ändern. Also bis gleich, Leute. So, Leute, ich habe ja eben gerade noch gesagt, hier sieht es pingmäßig aus. Jetzt haben wir auch direkt die nächsten Pfeiler gefunden. Und hier geht es aktiv Renop, hat er gesagt. Das stimmt. So, Leute, hier könnt ihr das richtig sehen. Auch hier wieder dreieckige Form. Das ist aufgefallen. Hier auch ein Stück. Aber das ist Beton ohne. Das ist lockerer Beton. Ne? Aber ist das auch? Das ist Beton. Ja, aber fest einbetoniert oder ist ja nur hier runtergefallen? Man spürt auch kein Eisen da drauf, gell? Vielleicht ist der eine nur das Gegenstück zu den anderen drei. Oder da, da ist. Ah, siehst du doch, ist da. Das vermost. Hier, Kontur. Zack, zack. Ja, seh's. Ja, das ist jetzt natürlich derb. Weil das würde ja bedeuten, dass das hier eine richtige Biegung macht. Und vielleicht wisst ihr es besser, aber normal macht das doch keine Biegung, oder? Ich habe ja. Hier ist, glaube ich, hier ist noch mal. Jo, hier ist noch mal. Allah. Aldi. Da ist noch einer.
Gut, Leute, jetzt bin ich ehrlich gesagt baff. Jetzt muss ich erstmal flott Bier trinken. Derb, jetzt haben wir hier 1, eventuell 2, 3, 4. Und da hinten hat man auch 4. Tatsächlich einen Knick macht, ne? Theoretisch möglich ist es, klar. Du kannst ja mal auf. Hier vorne, genau da. Du kannst ja mal dir einen Spaß machen und auf Google Earth gucken, wie das da hochgeht zur Wrangel. Wie die Linie ist, die Luftlinie, weißt du? Aber ich würde vorschlagen, vorher trinken wir erst noch mal Flasch Bier. Na Leute, ihr seht, hier gibt es heute einiges zu entdecken. Gut, aber jetzt müssen wir erst mal Flasch Bier trinken. So Leute, wie ihr seht hier, richtig frisches Bier. Und darauf jetzt erst noch mal eine Flasche, einen Schluck Bier trinken. So, und jetzt gucken wir uns direkt weiter um. Weil hier oben sieht es doch ganz schön pingmäßig aus. Dürfte mit der Seilbahn so eigentlich nichts zu tun haben. Unser Hauptaugenmerk liegt jetzt natürlich auf diese schwer sichtbaren Betonpfosten. Gut, Leute, dann reißt euch auch einen Schoppen auf und kommt mal mit. It is Renekt. Eben. Um 10. Da unten ist schon ein Weg. Wenn ich hier Biegung mache, dann müsste es theoretisch hier geradeaus gehen. Aber ich meine, laut der Karte müsste es da entlang der Straße laufen. Doch mal Karte, ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Tja. Gut, Leute, bis gleich. Scholz. So, Leute, hier hinten ist noch ein ganz schöner Krater hier. Hier wurde auch ganz schön was abgebaut. Ganz schöne Pinge hier. Oder sowas. Ja, miep, miep. Gut, Leute. Dann gucke ich mal weiter. Leute, guck mal. Leute, guck mal, was ich hier gerade gefunden habe. Ich dachte erst, das lag hier so. Guck mal, das ist hier fest an der Kette. Allah. Leute, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Das lag hier so drunter. Ich dachte erst, das wäre so ein Stein. Aber nee. Hier hängt auch noch eine Kette dran. Mit einem Bolzen. Ja. Ah, hier irgendwie so ein Deckel mit einer Kette dran und einem Bolzen. Das hier, das sieht fast aus wie so ein Becken von einem Schlagzeug. So erinnert mich das dran. Mach dich doch mal für die Kamera schön. So Leute, hier seht ihr die Kette. Fokussiert doch als was anderes hier. So. Und das sieht praktisch aus wie so ein Becken eigentlich. So ein Bisch. Guck. Ja, die verdammten Motorradfahrer. Oh,
gut. Nöckt, eben. Ja. Hast du das gesehen? Hä? Nochmal was? Hast du hier das gesehen? Das Loch da drüben? Ja, ja, das habe ich gesehen. Gut, Leute, wir lassen es halt einfach mal wieder hier. Aber das war jetzt eben gerade wirklich was Seltsames. Nee, ist normaler Felsen. Gut, Leute, weiter geht's. Gut, Leute, wir haben jetzt hier oben nichts mehr entdecken können. Dass wir da noch Betongrundpfeiler hätten entdecken können. Jetzt weiß ich auch das Wort, das sind Pfeiler, genau. Stützpfeiler. Eben. Und jetzt gehen wir hier den Hang wieder runter. Eben gerade sind wir hoch und haben die Stützpfeilerreste gefunden. Die ersten und hoffentlich nicht die letzten. Fast wäre ich schon wieder hingeknallt. Gut, Leute. Jetzt gucken wir uns hier unten jetzt erstmal um. Ich meine natürlich, jetzt gucken wir uns hier erstmal Bier trinkend um. Hier sieht es ganz schön aus. Die saubeste Steinhalterung. Ja, Leute. Es ist halt auch wirklich schwierig, das zu sehen nach all den Jahrzehnten. Nocktagerufe. Das Klostergebräu ist der echte Hammer. Ich bin schon wieder Rapula Unum. Rappeldicht. So, hier müssten wir ungefähr sein. Das ist von hier. Jup. Scholz. Hier in die Richtung ungefähr weitergeht. Gut, Leute, dann werden wir mal gucken. Bürsten. Guck mal hier. Das haben die sogar noch GPS gesichert. Alles nur wieder wegen dem Böhmi und dem Bumsel. Das stimmt. Gut, Leute, dann bis gleich, wenn es wieder was zu entdecken gibt. Mann, verdammt, jetzt habe ich aus Versehen noch einen Schluck Bier ausgeschüttet, weil ich wollte mit der Kamera hier runter gehen, mit der Flasche Bier in der Hand. So ein Dreck und das ist auch noch das gute Klostergebräu. Was für ein Mist mal wieder. Wow. Gut, also ich denke mal, wir sind hier ein bisschen zu weit auf der einen Seite. Aber schaut euch mal um, was für ein tolles Wetter heute ist. Eben. Und hier wollen die Knospen rauskommen. Rosebud. Eben. Wurze, eben, genau. Lurchi. Lurchi, willst du heute mal mit aufs Bild? Nein. Das ist voll der Arsch, Lurchi. Nöckt. Pinkeln. Also die Wildschweine sind hier auch ganz schön aktiv mal wieder. Gut, also wenn ich hier da hoch gucke, das müsste ungefähr hier, wenn schon, was zu entdecken sein, wenn, dann in dem Bereich. Dann geht die Gasweide und da haben wir schon wieder so ein Wasserwerk. Tja, Leute. Das ist schon filthy hier. Filthy. Sieht es natürlich auch wieder aus wie Kraut und Rüben, gell? Scholz.
hier ist noch ein bisschen Maschendrahtzaun oder Hosseltruhezaun. Aber der hat nichts mit dem Bergbau da zu tun, da bin ich mir sicher. Gut, Leute, dann bis gleich, wenn es was Interessantes gibt.